So, da kommt der nächste. Alter, wie viele Creeper sind denn hier noch? Oh oh. So viele, dass mein Schwert kaputt gegangen ist. Alle, die hier halt nochmal mit der Spitzhacke, das geht auch. Lach nur. Du sollst nur lachen. Wer zuletzt lacht, lacht sowieso am besten. Und noch einmal, ne? Jo. Eigentlich ist das eigentlich ganz gut, auch mit einer Spitzhacke zu kämpfen. So großen Unterschied macht das eigentlich nicht mit dem Schwert. Oh, das ist das nächste Vieh. Da hinten. Ist weg. Eben war es noch da. Spur zurück, das ist wahr. Da ist noch einer. So, meine Güte. Alter, wie viele Creeper hier doch gespawnt sind eben. Wieso waren das eben so viele? Wieso? Mir kommen so viele Fragen auf einmal zu wieder. Ach ja. Bisschen Sand noch abbauen. Lala. Wir bauen, wenn's geht, die ganze Wüste ab. Die ist so groß, ne? Ach. Irgendwo muss man ja auf Natur scheißen. Das sieht ein bisschen unecht aus, aber es geht nicht anders. Sitz. Jetzt bauen wir ein bisschen Sand ab, Sand ab, Sand ab. Irgendein Gesprächsthema. Ich überlege gerade, was könnte man nehmen? Alligator hat auch vielleicht mal einen, hat auch einen Livestream gemacht neulich. Ich war dabei und oh, war ganz nett. Ich habe noch mal die ich habe ihm noch mal die Frage gestellt, ob er RTL mit Bratwurst beschmeißen kann. Ach, schade, dass er die Frage nicht beantwortet hat. Obwohl, das ist ja nicht negativ zu ihm gemeint. Das war nicht negativ zu RTL gemeint. Ich wäre gespannt, wie RTL auf Bratwurst reagiert. Igitt, Bratwurst. Das ist was für die Medien. Darauf interessiert sich die heutige Welt. Dass RTL keine Bratwurst macht. Interessant, Köter, ne? Ja, wow. Sehr interessant, ne? Ja, la la, la 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 la. Ja, noch ein bisschen können wir gebrauchen. Oh, noch ein bisschen. Langsam reicht es auf. Ach so. Ich hab Hunger, ne? Irgendwie kriege ich auch kein Geräusch mehr, dass ich verhungere, ne? Ach, ein bisschen vergammeltes Fleisch wird mich schon aufmuntern. Das ist nämlich sehr, sehr lecker. Bam, badam. Jetzt habe ich auch ganz plötzlich wieder Bock irgendwie so auf diese Fischstäbchen. Ihr kennt doch diese Fischstäbchen von, wie heißt der? Nicht Captain Hook? Nein. Captain Hook. Lang nicht mal nachgedacht an den Kerl. Ach ja, Captain. Aber ich habe irgendwie voll Bock auf... Wie heißt der? Captain Iglo, ne? Ja, Captain Iglo heißt er, glaube ich. Der diese Fischstäbchen da hat, macht als Werbung. Ich finde diese... Die finde ich richtig lecker. Mögt ihr eigentlich auch Fischstäbchen oder was ist euer... So, was isst ihr so gerne? Ich hatte früher mal richtig, richtig lecker Fischstäbchen. Da mochte ich einmal nichts anderes. Naja, das hat sich... Das ist ab und zu mal so, da hat man so einen Drang auf Essen. Also das kennen vielleicht einige. Und dann irgendwann lässt es wieder nach. Ah ja. Schade, dass dieser Water Shader Mod nicht kompatibel ist mit diesem Matmos, mit diesem Sonic Ava Shader Mod kompatibel ist leider.
Ich muss mal gucken, vielleicht ist das möglich. Ich habe doch. Es gibt so einen Mod, der macht das Mod, sich miteinander vertragen irgendwie. Wie, weiß ich noch nicht. Aber ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie noch schaffe, dass sie irgendwie zusammen funktionieren. Irgendwie muss das ja vielleicht mal funktionieren. Wer weiß. So, zurück zur Baustelle. Och man, ich weiß noch. Oh. Ich will nie... Oh, ich hasse diesen Schnee bestimmt. Oh, bei 1.3 sollen ja auch Sheets möglich sein. Ich werde das verwenden, wenn es möglich ist, also diesen Kommando einzugeben. Tor, dass das Schnee denn taut. Hoffe ich zumindest. Da kann man den Schnee in der Umgebung hoffentlich tauen. Das wäre ein schöner Grund, den Sheet zu verwenden. Sheets. Das ist auch der einzige, den ich denn verwenden würde. Weil niemand sieht hier bestimmt gerne Schnee. Niemand. So, 7 Stück, ne? Ja. Das kriegt noch 8 Stück. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und. So. Dann brennt man mein Glas ein und dann gucken wir mal, was wir noch bauen können. Ach ja. Bevor wir. Ich guck mir nochmal die Baustelle an. Vorher. Ich habe irgendwie auch gerade keine Lust, hier diese Steindinger zu machen. Die reißen wir nochmal ab oder machen wir es noch ein bisschen anders. Jetzt wird es schwindelig hochklettern. Oh Gott, oh Gott. Ich finde diese Steinstufen einfach ein bisschen zu hässlich. Ganz plötzlich. Irgendwie ändert meine Meinung sich immer, ne? Kennt ihr ja. Ich habe eine ganz neue Idee, was wir da drauf machen. Die Idee wird euch bestimmt gefallen. So. Wo ist denn die Sonne hin? Naja. Ich frage mich echt, ob dieser Jahreszeiten-Mod auch dieses Problem mit dem Schnee beseitigt. Zwar kommt in ein Viertel dieses Spiels immer Schnee hier vor, aber es ist besser, als wäre hier immer Schnee. Ich kann ja nicht jederzeit gucken, ob es schneit. Irgendwann sind wir bestimmt wieder in der Höhle und dann kommen wir wieder und alles ist hier voll Schnee. Und das ist dann nicht so schön. Deshalb, man hat dann vielleicht so einen Mod, der sowas macht. Naja, mal gucken. 6? Oh, ach ja, stimmt. Die wurden jetzt höher gemacht, ne? Dann reicht das jetzt schon wieder, ne? Oh. Tun wir das erstmal hier rein. Erstmal. Ich will es eigentlich mal. Ich räume immer irgendwie schnell auf. Ach, wird dunkel, ne? Dann schlafen wir mal schnell, bevor die Skelette spawnen oder sonst was. Ah, du kannst nur nachts schlafen. Das ist mir weiß. Bam, bam, bam. Ich baue das Bett einfach ab. Trotzdem kommt die Message hier. Alter, jetzt wird doch mal Nacht. So, jetzt müsste es dunkel genug sein, ne? Gute Nacht. Ach ja. Gut, und nun bauen wir hier die Stufen. Und zwar so. Ah, sieht das gut aus? Das sieht doch schön aus. Dauert vielleicht etwas länger, aber naja.
Ach, schade, dass man jetzt nicht mit Kreativmodus ist. Das ist viel leichter da gegangen.